Ja, heute Morgen minus 11 Grad hier im Schwarzwald, aber wunderbar blauer Himmel und das lädt natürlich zu einer schönen Tagesfahrt ein. Ja, und da haben wir unser Ausflugsmodell. Die Dieselheizung läuft schon, also innen drin ist schon schön muckelig warm. Ja, wie ihr sehen könnt, wie gesagt, kalt, aber strahlend blauer Himmel, richtig schön. Und da es jetzt ab morgen schon wieder schlechter werden soll, dachte ich, komm, wir ziehen mal eine Runde und ihr kommt natürlich mit. Mal schauen, ich fahre jetzt einfach mal frei Schnauze. Ich habe mir nichts Spezielles überlegt. Das Video war auch gar nicht geplant für heute, aber das Wetter lockt jetzt einfach nach draußen. Und dafür morgen, übermorgen schon wieder schlechteres Wetter angesagt ist, da dachte ich, nee, komm, das nutzt du jetzt aus. Also ich sag euch, so lässt es sich leben. Also dank der Sonne ist es richtig angenehm. Also da gibt es gar nichts. Wir haben zwar wirklich frostige Temperaturen, aber die Sonne, die wärmt schon so schön. Herrlich ist das. Und die Sonne gibt auch wirklich alles. Aber schaut euch das an. Ach, das ist doch schön. Ja, ich bin hier zwischen Donau-Esching und Geising. Hier ganz in der Nähe fließt auch die Donau und der Donau-Radweg führt hier lang. Aber da darf ich ja leider nicht drüber fahren. Darum habe ich mich jetzt mal hier lang geschlagen. Ja, und hier ist gerade so ein nettes Fleckchen. Da dachte ich, ich zeige euch mal die kleinen Neuerungen, die es schon wieder gibt. Naja, was heißt Neuerungen? So viele sind es dann auch nicht. Das Horn kennt ihr ja schon. Das habe ich jetzt letztendlich mal angeschlossen. Ihr habt es am Anfang vom Video ja schon gehört. Das habe ich mir jetzt einfach auf den Lüftungsschalter hier gelegt, weil ja, der ist eh überflüssig, weil dieser Originallüfter ist ja rausgeflogen. Den brauchte ich nicht mehr. Also sitzt hier jetzt das Horn. Ja, machen wir mal nicht zu viel Lärm, denn das ist echt abartig laut. Ja, und was sehen wir denn da? Der Mikrocamper hat jetzt endlich mal sein Fenster bekommen. Zudem eine Entlüftung hinten. Vorne gibt es ja schon eine, ja, ich sage jetzt mal B-Lüftung, wie rum auch immer. Es kann ja zirkulieren, wie es will. Also es ist jetzt unten vorne im Boden eine Öffnung und hier hinten oben. Und ja, da kann dann halt die Luft etwas zirkulieren. Ja, das mit dem Fenster ist noch nicht alles fertig. Ich lehne mich jetzt mal hier hinten rein. Ja, hier sehen wir halt noch das Silikon, das Geklebte. Da kommen ja dann noch Leisten drüber. Aber wir haben schon mal eine Gardine hängen, wir haben einen Vorhang da hängen. Ja, normal würde hier jetzt eher orange reinpassen, ne, als grün. Aber ja, das hatte ich alles noch vom anderen Wohnwagen und wird erstmal genommen. Wobei mittlerweile überwiegt ja hier das Grün. Ne? Schöne Zimmerpflanze habe ich jetzt auch hier drin. Und naja, Kissen, Decken, ist alles irgendwie ein bisschen grün. Ne? Eigentlich passt wiederum das Orange gar nicht, was ich hier reingemacht habe. Aber gut, was soll's. Ein bisschen Mut zur Farbe. Ja, so viel Neues war es ja jetzt nicht, aber das zum Beispiel mit dem Fenster, das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich habe ja lange hin und her überlegt, oh, fängst du wieder an aufzusägen und oh Mann, nachher Undichtigkeit und so.
Aber nein, das war eine gute Idee. So kriegt man schön Licht hinten rein. Vor allen Dingen, wenn man hinten sitzt, verdeckt man quasi mit dem Rücken das eine Bullauge. Dann macht man es ja noch dunkler. Und so kann man da jetzt sitzen und kann zur Seite aus dem Fenster gucken. Das ist doch ganz schick. Ja, und so ein Riesenaufwand ist es dann ja nun auch nicht, so ein Fenster da reinzubauen. Ja, aber wie gesagt, mehr gibt es darüber jetzt auch schon gar nicht mehr zu erzählen, was da Neues ist. Hub ist angeschlossen, Fenster ist drin und das Entlüftungssystem mal ein bisschen verbessert. Aber wisst ihr was? Es ist gerade so herrlich hier. Da lasse ich mal die Drohne steigen und wir gucken mal, ob wir nicht ein paar schöne Landschaftsaufnahmen hinbekommen. Und die Sonne verschwindet immer mehr. Aber guckt mal, was ich hier entdeckt habe. Ein paar Langhälse. Zwar jede Menge. Na Jungs und Mädels, genießt ihr die Sonne? Das ist herrlich, ne? Wenn ich überlege, was ich alles anziehen muss, damit ich jetzt nicht friere. Und die Jungs und Mädels packen das alles so. Ja, dann will ich aber auch mal nicht näher ran. Ich will die ja nicht stören. Die sind auch froh, wenn der doofe Typ mit seiner Kamera nicht näher kommt. Ja, dann genießt mal weiter die Sonne, ne? Und ich tue das auch, bevor es morgen wieder schlechter werden soll. Habe ich gar keine Lust drauf. Das dürfte ruhig jetzt mal so ein paar Tage am Stück so bleiben. Ach, der kleine Mikrocamper. Da bin ich was angefangen. Naja. Aber es macht ja irgendwie Spaß. Wie wild habe ich hier denn geparkt? Mitten im Gestrüpp.
Naja, Camper halt, ne? Okidoki, dann mal weiter. Jetzt los mit dir. So, schön. Die Karre steht und sagt nichts mehr. Boah, wie ich's hasse. Dieser Dreckschrott, ey. Mann, 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 ey. So, wenn du diese Kiste nicht von Grund auf selber neu aufbaust, kannst du damit nicht losfahren. Boah, was ist denn das jetzt für ein Dreck? Jetzt muss ich mal sehen, dass ich das Ding irgendwie da hinten ist, ein Feldweg, da mal reinschiebe. Und dann mal gucken. Ich kotz ab, ey, diese Grütze. Aber das ist halt, wenn du so ein Spaßgefährt haben willst, egal ob oder das Ding hier, die sind alle sch. Ach ja, wer seinen Camper liebt, der schiebt, ne? Ist doch wirklich zum Würgen, ey. Und ein Auto. Ah. Jo, jetzt mal gucken. Na, er sagt keinen Mucks mehr. Wie scheiße. Da ein Käbelchen. Aha. Da muckst er wieder. Guck mal einer, guck. Da will er wieder. Ja, dann haben wir ein Problem mit dem Bremslichtschalter hier. Gehe ich mal von aus. Weil wenn ich die Bremse ziehe, schaltet der Motor ab. Ja, nee, jetzt geht er wieder. Okay. Ja, das muss natürlich behoben werden. Das ist natürlich Mist, ne? Also wenn ich bedenke, dass man das Teil neu gekauft hat, ja, was da jetzt schon an Kleinigkeiten ausgefallen sind, das ist echt nicht normal. Also da kann eigentlich jeder Hersteller oder Händler froh sein, dass ich immer einer bin, der nicht immer gleich hinrennt wegen Garantie und so, sondern meine Sachen selber fertig mache, weil mir das immer zu blöd ist, diese Hin- und Herschickerei, und dann dauert es ewig und so. Aber Wahnsinn. Also nochmal, so ein Ding ist lustig, ja? Aber wer sich sowas kauft, sollte das Schrauben einplanen. Da ist ja dann immer der Vorteil, immerhin, ne, wenn man ausgestattet ist mit so einem Camper. Wobei, eingekauft habe ich nicht. Ich hätte nur einen Tee dabei. Aber gut, über die nächsten Stunden bringt einen das auch. So, und jetzt fahr, du alte Gurke, ey. Meine Herren. Was ich noch nicht verstehe, wenn das wirklich der Bremskontakt da irgendwie ist, ich habe in dem Moment ja nicht die Bremse berührt, also nicht, dass ich wüsste, wo er dann einfach stehen geblieben ist. Ja, und schon wieder Ende.
gibt's doch gar nicht. Was ist denn mit dem Scheißding los? Oder ist es der Gasgriff? Oh, macht das Freude. Gerade jetzt einfach Vollgas, da fährt er und zack, geht er wieder aus. Akkuanzeige im Blick, das passt. Ja, und jetzt geht wieder nichts. Jetzt geht wieder gar nichts mehr. Oh, nein, 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 nein. Denkt, dass es wieder funktioniert. Ich rolle hier welche runter. Boah, ist das eine Grütze, ey. Ja, jetzt fährt er wieder. Hat gebremst und jetzt wollte er wieder nicht losfahren. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich weiß nur eins. Ich wollte eigentlich dann hier runter zum See und wollte da den Abend verbringen. Wollte ich euch natürlich mitnehmen. Aber das lässt mir jetzt natürlich keine Ruhe. Also jetzt eben, wo das einmal war, okay, da wäre ich jetzt hier hingefahren und hätte da morgen nachgeguckt, aber jetzt, wo er mich immer nur ein paar Meter bringt und immer wieder ausfällt, ja, das tut mir leid, da wird's mit der Übernachtung nichts, sondern da muss ich jetzt sehen, dass ich über Schleichwege irgendwie nach Hause komme und mich um dieses Problem kümmern. Eigentlich traurig, dass man sich um Probleme kümmern muss, wo die Kiste noch nicht... Ah, schon wieder aus. Ey, das ist nicht wahr, ehrlich. Macht er dann mehr. Ja, traurig, ne? Die Kiste hat keine 400 Kilometer runter. Ja, und ich kann es jetzt schon wieder hören. Oh, zu viel gebastelt, wa? Nein, an den Originalsachen habe ich nichts verändert. Tja, dann können wir uns nur mal hier erst wieder runterrollen lassen, weil hier stehen wir echt scheiße an der Kuppe. Das ist echt verrückt. Boah, das kann sich dann ja nur um Stunden handeln, ehe ich zu Hause ankomme, wenn das so weitergeht. Wenn ich mal wüsste, wo das Problem liegt. Ja, jetzt ist er wieder. Einmal in den Rückwärtsgang geschaltet, ist er wieder da. Wie, und rückwärts will er und vorwärts nicht? Doch, jetzt will er auch wieder vorwärts. Ey, ist aber komisch, ich muss das Gas auch teilweise ziemlich weit drehen, ehe dann mal was passiert. Und dann geht es mit einem Ruck los. Tja. Bring die nach Hause, du alte Gurke, ey. Wenn das so weitergeht, kommt das Ding in eine Presse. Dann hole ich mir einen schönen V8, schönen Pickup. Und dann kommt die Kabine da drauf. Gehst vom Gas und wieder nichts mehr. Und ich habe nicht gebremst.
tendiere ich dann doch eher zum Gasgriff, wa? Jetzt ist auch egal, ob ich Rückwärtsgang reinmache. Nee, jetzt geht's wieder. Ja, dann ist das doch mit dem Schaltelement hier irgendwas, ganz klar. Also erst war ich jetzt bei der Bremse, aber wenn ich hier drauf rumhampel auf den Tasten, dann tut er ja immer wieder mal was. Gut, hoffen wir, dass ich über die Straße komme. Junge, 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 ist das eine Scheiße! Hallo! Zum Bauernstreik geht's in die andere Richtung. Ja, ne, mein Bruder hat auch schon gesagt, kannst ja auch mitmachen. Ja. Ja, das ist so ein kleines Späßchen ist das Ding. Das ist ein Elektroteil. Okay. Ne, China Elektro. Tuk-Tuk kennt man die ja auch, ne? In Asien da. Ja. Tuk-Tuk. Halt so eine Appel, oder? Sagt man nicht mal. Ja, da ist die Appel, genau. Und das ist halt. Na los, weit ist es doch nicht mehr nach Hause. Bring mich nach Hause! Nach Hause, nach Hause! Ja, heile zu Hause angekommen. Zwar etwas zähneknirschend, aber immerhin zu Hause angekommen. Ja, komischerweise lief er jetzt die letzten 2 Kilometer wieder ohne Probleme, ohne jegliche Probleme, egal was ich gemacht habe. Aber gut, da muss ich jetzt eine Lösung finden, beziehungsweise erstmal das Problem finden. Die Lösung kommt dann schon. Denn so hat das Ganze natürlich gar keinen Sinn. Da wird aus Spaß natürlich bitterböser Ernst, weil dann kriegt man nämlich so einen Hals und möchte am liebsten das Ding gleich in den nächsten Graben schubsen. Ja, schade um die erste Übernachtung, aber gut, was soll's. Jetzt erstmal den Fehler suchen. Nun gut, dann beenden wir das Video. Mir bleibt wieder nichts mehr zu sagen, außer ciao.